In Algerien halten die Massenproteste an. Die Demonstrantinnen und Demonstranten fordern, dass nach dem Rücktritt von Präsident Abdelaziz Bouteflika auch die übrige Regierung um Übergangspräsident Abdelkader Ben Salah ihre Ämter verliert. Neuwahlen sind für den 4. Juli angesetzt. In Tinerkouk schlug die Demonstration am Dienstag in Gewalt um. Bei Zusammenstößen mit Demonstranten wurden laut staatlichen Medien mindestens 24 Polizisten verletzt. Die Demonstranten hier in Algier wenden sich gegen die Behördenentscheidung, die Präsidentschaft Wahlen unbedingt am 4. Juli abzuhalten. Sie wollen erst neue Köpfe sehen. Wer behauptet, gegen die Korruption des alten Regimes zu kämpfen, sollte sich erstmal selbst die Hände waschen. Das algerische Volk will keine Wahl innerhalb dieses Recycling-Systems. Wir wollen junge Leute, Platz für junge Leute. Übergangspräsident Ben Salah gilt als Weggefährte von Bouteflika, der das Land 20 Jahre lang regierte. Zunehmend ins Visier der Protestbewegung gerät dabei auch der eigentlich starke Mann des Landes, Armeechef Ahmed Gaid Salah. Er hatte Anfang April nach wochenlangen Großdemonstrationen Bouteflikas Rücktritt erzwungen, gilt aber seit Jahrzehnten selbst als fester Bestandteil des komplexen algerischen Machtapparats. Oppositionsführer Ali Benflis, früher Ministerpräsident, die vitalen Kräfte der Nation, Armee, Gewerkschaften, politische Persönlichkeiten und Parteien, Vertreter dieser Bürgerrevolution, alle müssen die Lösung der Algerien-Krise begleiten, unterstützen und erleichtern. Am Freitag dürften wieder Millionen Algerier auf die Straße gehen, trotz des Drucks der Armee, trotz Ramadan und Hitze, in der Hoffnung, nach dem alten Regime ein neues Kapitel aufzuschlagen.